So Leute, willkommen zurück zu Still Life, dem tollen Spiel mit Victoria, die hier gerade noch Hinweise sucht. Ich bin ein bisschen blöd gewesen im letzten Part, weil hier ist der letzte Hinweis, den ich überhaupt nicht gesehen habe. Da hätten wir, glaube ich, alles. Damit hätten wir Haar- und Faserproben. Und das ist sowas Wichtiges, finde ich, wäre das natürlich nicht drin, war ja klar. Kann ich die nicht einsammeln. Ich weiß, ich wollte nur einmal raufklicken und wissen wollen, tun, ich was ich muss du ein machst. Foto machen, bevor ich eine Probe nehme. Ich werde es nicht lernen. Ich werde es einfach nicht lernen. Foto machen, ja. Da hängen übrigens rechts Zeitungen. Vielleicht ist da irgendwas Interessantes oder so, was wir vielleicht wissen müssten. Weiß ich nicht. Aber wir auf jeden Fall haben jetzt, glaube ich, alle Hinweise. Ja, wir haben jetzt Haare. Wow. Und mehr gibt es hier hoffentlich nicht. Hoffentlich. Weil hier sind Zeitungen, aber anscheinend ist das scheißegal. Sehr schön. Mal gucken, ob wir jetzt alles haben. Nein, hier lang. Da, da. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Claire? Wir haben fertig. Gut. Tu alles, was du eingesammelt hast in meinem Koffer und dann kannst du mir hier noch helfen. Sehen wir dann die Leiche? Oh. Oh. Ich bin ja gespannt, wie die aussieht. Okay, Victoria. Victoria, ich meine, Claire, wir sind bereit. Also, ich wäre dann soweit. Leiche, Leiche. Super, danke, mein Herzchen. Und was jetzt? Ich bräuchte ein paar Aufnahmen von der Leiche, bevor wir den Tatort völlig umkrempeln. Der Weg ist nun bereit. Und kannst du schon irgendwas sagen? Noch nicht viel, vermutlich genau wie die anderen vier. Tod durch Ertrinken. Aber das kann ich erst nach der Autopsie bestätigen. Der Täter hat mehrmals mit dem Messer auf sie eingestochen und hat sie dann aufgeschlitzt. Sie scheint sich nicht gewehrt zu haben. Vermutlich war sie an diesem Punkt bereits bewusstlos. Kannst du mir erklären, was hier los war? Noch nicht. Ich gucke mir das erstmal im Labor an und untersuche die Indizien, die du eingesammelt hast. Ich sag dir Bescheid, sobald ich fertig bin. So, du kannst jetzt das Tuch von ihrem Gesicht nehmen. Oh, what? Welche Ehre. Hast du die Tätowierung gesehen? Die stand wohl auf Schmerzen. Könnte eine Prostituierte gewesen sein. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das so im Gefühl. Wäre neu in Bezug auf die bisherige Vorgehensweise und das Profil unseres Täters. Ich gebe ihren Namen mal in die Datenbank. Vielleicht finden wir was. Halt, stopp. Wieso ist es jetzt eine Prostituierte, nur weil sie Tattoos hat? Ist das gerade euer Ernst? Oder weil sie eine Glatze hat. Warum? Wie kommst du darauf, Claire? Bist du irgendwie bescheuert? Ich möchte auch gerne Tattoos haben. Also bitte, dann bin ich keine Prostituierte. Und wir brauchen zwar einen Dexter morgen, der die Blutspuren analysiert. Wie heißt sie überhaupt? In den Papieren in ihrer Tasche steht Cynthia Woods. Könntest du sie jetzt mal ohne das Tuch vorm Gesicht fotografieren? Hm. Macht sie doch bestimmt richtig gerne. Ich dachte, das ist, sieht ein bisschen schlimmer aus in ihrem Gesicht. So ein bisschen misshandelter oder so. Eigentlich nicht. Ich hätte zwar gerne Gesellschaft, aber wie ich sehe, bist du in Gedanken schon woanders. Ich komme auch alleine klar, bis die Jungs anrücken. Du siehst eh hundsmüde aus. Oh, danke, dass du mich verschonst. Aber wenn du mich noch brauchst, bleib ich gern. Geh du schon. Außerdem verschone ich dich keinesfalls. Wir sehen uns nachher wegen der ersten Ergebnisse im Leichenschauhaus. Das verpasse ich auf keinen Fall. Bis nachher. Ich freue mich schon, ist das da oben Eis? Und dieser so ein bisschen... Was ist das? Sind wir im ersten Kapitel oder was? Ich verstehe es gar nicht genau. Oh, da tropft es runter. Wow, diese Effekte, wow. Die sieht wunderschön aus. Oh Mann, sie wurde wirklich brutal geschlagen. Quatsch. Super Tätowierung. Sollte ich mir auch zulegen. Finde ich gut, weil die sind schwarz. Mehrere Stichwunden im Brustbereich. Oh, jetzt sehe ich die auch erst. Oh, hier ist Blut. Da schaue ich bestimmt nicht rein. Sonst geht's mir noch wie Miller. Ich guck da gerne rein. Also nicht, weil... Aber falls mich interessiert, was noch so mit ihr passiert Mann, ist. Sie wurde wirklich brutal geschlagen. Also sind wir das, ist das ihr Make-up oder sie wurde wirklich dort geschlagen? Wie gesagt, sie stand auf Schmerz. Das beweist schon allein die Narbentätowierung auf dem Arm. Das heißt nicht, dass sie auf Schmerzen steht. Dann zeigen wir, glaube ich, alles. Sie wurde brutal geschlagen, bla bla bla. Ich glaube, wir haben alles.
Gibt es sonst noch irgendwas, was wir anschauen müssten? Die Toilette hat bestimmt reingekotzt. Das Mittagessen. Lecker. Ansonsten Eis da oben. Claire, mit der wir noch reden können. Bestimmt übersehe ich jetzt wieder was, aber ich rede mal mit ihr. Hast du Miller wirklich gedroht, ihn an meinen Wagen zu binden und... Natürlich. Und das mache ich auch wahr. Würde ich dir glatt zutrauen. Was mich ein bisschen stört, ist Claires Stimme, weil es einfach so herausgesprudelt kommt. Sie redet und lächelt das nächste und das nächste und das nächste und das finde ich halt ein bisschen nervig. Hast du Miller wirklich gedroht, ihn an meinen Wagen zu binden und... Natürlich. Und das mache ich auch wahr. Würde ich dir glatt zutrauen. Aber ich möchte das bitte nicht, dass er an meinem Auto ist. Okay, wir gehen. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Glaube ich mal. Dann gehen wir mal schnell zu Miller und rede mit ihm. Und konnte nämlich da hinten noch links gehen. Und wir sind halt zuerst rechts gegangen. Das war halt ein bisschen blöd. Und lauf! Ich wollte sie gerade Claire nennen. Es ist Victoria oder auch Vicky. Toll. Gehen wir, Miller. Und wohin? Ins Büro. Oh, Scheiße. Das war knapp. Genug gefummelt? Oh, Entschuldigung. Hey, alles in Ordnung? Ja, alles im Griff. Wir wollen jetzt mal nichts wegen ihrem Gewicht sagen, ne? Da gehe ich bestimmt nicht runter. Okay. Vielleicht könnt ihr das Gehen sogar live erleben. Also so live, also ihr seht es halt. Oh Gott. Außerdem hat Miller versucht, sie zu retten und sie meckert rum wegen Fummeln und so. Hallo. Sie hätte doch gerne runterstürzen können. Also so fangen wir erstmal gar nicht an. Und da müsst ihr jetzt bestimmt irgendwie einen Weg finden, um runterzukommen, oder? Ich denke mal. Aha. Das haben sie fantastisch hingekriegt. Was für eine Aussicht. Wow. Das ist schon mal ein guter Punkt, um dieses Haus zu kaufen. Auf jeden Fall. Gute Idee. Jetzt brauche ich nur noch etwas, um diese Bretter zu entfernen. Ich habe da eine Idee. Wir haben eine Kamera. Moment, wir finden bestimmt irgendwas. Warte, wir haben die Aussicht. Wir gehen mal zurück. Weil mit der Kamera geht das wohl nicht ganz. Da kann man lang gehen, aber sonst sehe ich jetzt gerade auch nichts. Vielleicht hat Miller ja irgendwas. Lauf, Vicky, lauf! Miller hat bestimmt irgendwas, um diese Tür kaputt zu machen, also die Bretter kaputt zu machen. Oder zu entfernen. Miller, mein Kind. Hey, was geht? Dann werde ich wohl einen anderen Weg hier raussuchen müssen. Okay, ich bleib hier. Falls Claire runter oder jemand anders hoch will. Ich bin müde. Schön, hier liegt noch dein Kaffee. Vielleicht können wir von dem Gerumpel hier was nehmen. Da. Ha, ich wusste es. Für irgendwas muss es ja gut sein, würde ich sagen. Mit dem Mast kaputt. Plong. Wir haben jetzt dieses tolle Teil. Nice. Es ist ein Rohr, das von einem Boiler abgerissen wurde. Das wird uns bestimmt sehr viel helfen. Ganz bestimmt. Aber positiv denken. Dann wird das auch schon was. Okay, Miller, auf geht's. Er hat auch so einen tollen Job, er darf hier stehen bleiben und warten, bis alle fertig sind. Wow. Ich weiß nicht warum, aber... Ich bin einfach so mega müde. Müssen wir erstmal richtig hingehen. Benutzen. Und es funktioniert wirklich. Viel Kraft, los! Wow. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass sie es hinkriegt. Wenigstens fällt sie hin. Das finde ich gut. Deine Haare sehen aus, als wären da Spinnennetze drin oder so. Hat sie gerade wirklich die Tür aufgekickt? Was ist denn ihr Problem? Alter. Nicht rein. Nein. Ich wollte die hier benutzen. Was macht sie denn? Das muss ich wohl auf die harte Tour erledigen. Alter, was ist denn los mit ihr? Was machen wir jetzt? Irgendwas stimmt mit ihr nicht. Überhaupt nicht. Verdammt! Tut das weh?
Ach, Miller. Mensch, Miller, alles in Ordnung? Ja, das ist ein Gesicht, ne? Und? Hat er sich nichts getan? Ach, was? Alter. Oh, und? Mikrofon hat er sich nichts getan? Ach, was? Ich wollte unbedingt nochmal sehen, wie du lachst. Das ist echt super. Jetzt können wir irgendwo hin, glaube ich. Denke ich mal. Okay. Was? Ich kann hier gerade nichts machen. Ah, doch, jetzt hier. Das Büro und der Tatort. Wir gehen mal... Hier blinkt so viel. Ins Büro, würde ich sagen. Das war ein schönes Büro. Sehr schön hier. Kann man hier noch... Also muss hier wahrscheinlich bald irgendwas passieren, weil... Jetzt sind wir schon gleich im Büro. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wahrscheinlich ist das wirklich so. Wow, ein Feuerlöscher, glaube ich. Glaube ich, wow. Das brauche ich nicht. Jetzt gerade nicht. Da kann man nicht weitergehen. Okay, wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Na, hochgehen, Fräulein. Jetzt bitte noch richtig krasse Fahrstuhlmusik. 8. Das ist keine Fahrstuhlmusik. Und der Spiegel fehlt. Wow. Ich bin sehr begeistert gerade. Sehr begeistert. Jetzt können sich ja noch Fotos anschauen, oder was ist das? Das Fach für Beweismaterial. Ah, hier. Das muss ich nicht machen. Ja, keine Ahnung. Ich dachte vielleicht. Nein, da wollte ich nicht hin. Nein, ich wollte eigentlich gerade einfach nur weitergehen. Wir gehen mal geradeaus. Vielleicht kaufen wir uns noch schnell was zu trinken. Oder so. Da. Ist das eine Kaffeemaschine? Ja. Ich brauche keine Servietten. Ich brauche einen Becher. Kriege ich hier keinen Becher? Wir haben auch keinen Becher. Okay, dann halt kein Kaffee für uns. Schade, ich dachte. Ich habe mich voll gefreut. Aha. Der Verhörsaal. Die Tasse vom Boss soll ich... Nee, besser nicht. Ach komm schon, hätten wir eine Tasse, dann hättest du ein bisschen Kaffee. Also ich finde es gar nicht so schlecht. Dann halt nicht, deswegen gehen wir wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich immer gähnen muss. Es ist, glaube ich, eine Krankheit. Es ist auf jeden Fall eine chronische Krankheit, ja. Hey, Miller, glaube ich. Das ist, glaube ich, mein Platz hier. Wir reden mal mit dem guten Miller. Der Platz ist aber nicht sehr gut benutzt. Mensch, wir sind schon seit Stunden hier. Und das ohne Geländewagen. Oh Mensch, wie ich diese Leute hasse, die sich ein Glückslos nach dem anderen kaufen. Und du stehst dahinter und wartest und wartest. Dabei willst du bloß ein Päckchen Kaugummi. Wie geht's dir denn überhaupt? Humpelst du immer noch? Geht schon wieder. Aber mein Stolz hat gelitten. Mehr als mein Bein, würde ich sagen. Ich frage mich langsam echt, was sie denn alle für Probleme hier haben. Hätte ich was vergessen. Hat sich deine Freundin wieder beruhigt? Klar. Nachdem sie eingesehen hat, dass es bloß ein Missverständnis war. Aber geh in Zukunft nicht mehr an mein Handy, okay? Ja, sei unbesorgt. Oder läuft am Ende doch was bei euch? Und wie weit bist du? Hab mit dem Bericht angefangen. Ich dachte mir, du wärst bestimmt zu kaputt. Weißt du was, Miller? Manchmal bist du ein Engel. Das ist bloß nicht die Freundin. Kann ich trotzdem hören? Irgendwie behilflich sein? Ja, ich brauche Claires Bericht. Aber da kriegen mich keine 10 Pferde runter. Der ist glatt zuzutrauen, dass sie mich in einen ihrer Kühlschränke steckt. Außerdem brauche ich die Fotos, die du gemacht hast. Wirfst du die Kamera ins Beweisfach im Flur? Okay, dann bis später. Wäre es nicht einfacher, wenn ich dir jetzt einfach kurz die Kamera gebe und dann... Oh, das ist ein Weihnachtsbaum. Oh. Das ist ja cool, den will ich anschauen.
Da. Nee, nicht das. Ich will den Weihnachtsbaum anschauen. Hiermit nimmt man Fingerabdrücke ab. Hm, ein Plastifizierer könnte sich noch als nützlich erweisen. Wow, glaube ich jetzt aber gar nicht. Die reden immer so komisch, so, sie betonen manchmal einfach so ein blöde Sachen. Wow. Habe ich euch schon erzählt, dass ich ja keine Ausbildung, einmal, also ein Jahr jetzt nochmal zur Schule gehe, wegen Mediengestaltung. Und da schreiben wir auch Arbeiten über Papier und so und das ist voll toll. Richtig, richtig toll ist das, ja. Ich glaube, ich hatte in der Papierarbeit keine gute Note, eine 3 oder so. Ich hätte mich mehr anstrengen müssen. Weil Papier ist doch so einfach. So, erledigt. Dann gehen wir jetzt ins Büro von Claire, weil wir irgendwie ihrem... Oh. Ja, ich... Nein, ja, ich weiß, aber... Ja, aber... Ja. Ich lasse Miller besser in Ruhe. Er hat alle Hände voll zu tun. Nein. Ich merke das schon. Ich dachte... Ihn aber keine Ausreden lässt. Es ist so traurig. Ja. Es ist einfach richtig traurig. Ich habe sein Bildschirm flimmert. Nein! Das ist ein Geschenk. Ah. Das ist ein Geschenk. Da steht irgendwas drauf. Vielleicht kannst du dich lesen. Nein. Ich will das Geschenk anschauen. Und eine Lombardtech-Karte. Ja, ich. Oh, ich laber doch nicht so viel. Oh. Autopsiebericht von... Ich kann es nicht genau lesen. Dann haben wir noch... Oh. Das sieht schön aus. Okay, Leute, was ist mit ihr passiert? Warte, hatten die das nicht... Ja, die sind alle ertrunken, ne? Ja, alle ertrunken und dann... Also das Gleiche, was auch mit unserer Cynthia passiert ist. Ja, ich... Nein. Ach, mein Gott, ist da nochmal... Ja, ich Stier. Weiß, aber... Ja, Victoria, aber... hier Todd. Ja. Ich habe gerade vom 5. Mord erfahren. Nein. Morgen früh will ich einen kompletten Bericht auf meinem Schreibtisch vorfinden. Nein, aber... Hätte ich mir auch so denken können, Arschgeige. Nein. Zum Glück ist ihre Stimme einfach angenehm. Nein. Arschgeige finde ich gut, das Wort. Todd ist also eine richtige Arschgeige, finde ich gut. Den werde ich jetzt auch nicht mögen, weil Victoria ihn nicht mag. Das Büro vom Boss. Natürlich abgeschlossen. Ja, aber... Das heißt, wir machen jetzt was? Nein! Ich würde eigentlich gerne das Weihnachtsgeschenk öffnen. Zugangskarte für das Leichenschauhaus. Oh, vielleicht können wir hier das benutzen und dann können wir ins Leichenschauhaus. Wenn das hier in dem Raum ist. In einem Haus ist, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, wie das hier. Oh, hi. Agent McPherson? Officer Tate? Agent Ashby möchte Sie sprechen. Sie wartet im Leichenschauhaus auf Sie. Okay. Wie habt ihr die Leiche eigentlich darunter gekriegt? Wir haben da, wo die Treppe eingestürzt ist, eine Leiter hingestellt. Es hat sich hoffentlich niemand verletzt. Nee, da haben wir nochmal Glück gehabt. Diese Bruchbude kracht garantiert bald zusammen. Er ist einfach der Allergeilste. Er geht auch richtig, er schlittert über den Boden. Oh, er ist so Hammer. Wissen wir seinen Vornamen eigentlich? Was ist denn hier gerade los? Ist das normal? Hilfe! Das Spiel hat ein paar komische Probleme. Können wir unsere Karte hier benutzen? Wahrscheinlich nicht. Okay, warte. Egal, ich will hier runter. Ein bisschen strecken. Und, oh, ist ja anstrengend. Ich glaube, das Spiel wird noch richtig cool. Oh, das war falsch, ne? Verdammt. Hoppla. Ich denke, weil sie falsch sind. Oh, kann ich das noch was machen? Zu unserem Archivbereich. Allerdings bin ich nicht zugangsberechtigt. Oh. Schade, dann gehen wir halt dahin. Machen wir ein bisschen strecken? Nee, sie hat nicht mal eine Uhr. Hm. Ich hätte jetzt hier eine Uhr, aber die will ich nicht zeigen, weil seid ihr alle neidisch. Ist nicht mal meine Uhr, also... Seltsam. Mein Zugangscode funktioniert nicht. Und du wurdest gefeuert. Auch eine nette Art, das mitzubekommen. Ich finde schön, dass sie dunkle Sachen trägt. Das finde ich voll super. Erstmal in den Mülleimer schauen. Allerdings zuerst da reinschauen. Gott, stinkt vielleicht... das hier.
Oh, hat mir da reingekotzt. Stinkt das hier? Ich dachte, sie guckt nochmal rein. Anscheinend nicht. Oh, ist das eine Bombe? Nee, auch ein Geschenk. Geschmacklos. Ich dachte, das ist auch ein Geschenk, das ich mitnehmen kann. Kann man hier sich irgendwie die Bildschirme anschauen oder so? Irgendwas? Da. Da ist doch was. Irgendwas Interessantes.